Vandana Shiva, könnten Sie uns bitte etwas über diesen David gegen Goliath-Fall berichten, der vor dem obersten US-Gericht gehört wird, den ein 75-jähriger Bauer aus Indiana gegen Monsanto, die weltgrößte Saatgutfirma, führt? Die Auseinandersetzung fing damit an, dass der Sojabohnenbauer Vernon Bowman eine Mischung nicht gekennzeichneten Korns, das normalerweise als Tierfutter verwendet wird, kaufte und aussäte. Die Firma Monsanto behauptet, ihr patentiertes Saatgut wäre dabei gewesen. Er pflanzte es, er verstieß gegen ihr Patent. Monsanto gehört etwa 90% der Sojabohnen in Indiana, die ein Gen enthalten, welches es den Pflanzen ermöglicht zu überleben, wenn sie mit Monsantos Roundup-Pestizid behandelt werden. Können Sie über die Bedeutung dieses Falles reden, wie Sie sich auch mit Monsanto in Indien und weltweit anlegen? Ich glaube, in diesem Fall geht es nicht nur um Bowman, den Bauern aus Indiana. Es betrifft jeden Bauern, jede Person und alles Saatgut auf der Welt. Erstens die Vorstellung, dass Monsanto eine Saat patentieren kann, indem sie ein toxisches Gen mit Roundup-Resistenz einfügt und dass dies die Schöpfung einer Saat ist, die sich über Jahrtausende entwickelt hat, seit Jahrtausenden gezüchtet wurde, nicht von Monsanto. Wie können wir uns von der Vorstellung leiten lassen, dass das Einführen eines toxischen Gens die Schöpfung von Leben ist? Das ist ein Irrtum, und es war dieser Irrtum, der mich vor 26 Jahren in Afdanya dazu veranlasst hat, die Bewegung ins Leben zu rufen, Saatgut in Indien zu schützen, weil ich nicht glaube, dass eine Saat erfunden wird, und deshalb ist ein Patent auf Saatgut von vornherein falsch. Zweitens wird das Unkraut von Roundup-resistenten Saatgut nicht wirklich kontrolliert. Sie haben ein Super-Unkraut kreiert. 50% des Ackerlandes in den USA sind jetzt von dem Super-Unkraut überwuchert. Eigentlich müsste Monsanto zwei Entschädigungen an die Bauern bezahlen. Erstens, weil sie toxische Gene in die Pflanzen eingefügt haben und die Ernte anderer damit kontaminiert haben. Zweitens, weil sie eine unzuverlässige, gescheiterte Technologie erschaffen haben, die dazu führte, dass noch tödlichere Herbizide wie 2,4-D, ein Bestandteil von Agent Orange, eingesetzt werden mussten. In Indien führte diese falsche Inanspruchnahme von Schöpfung, diese falsche Inanspruchnahme von Erfindung, das Eintreiben der Patentgebühren für Saatgut dazu, dass Monsanto 95% der Baumwollsaat kontrolliert, 95% durch ein Monopol, nicht durch die Wahl der Bauern, wie es dargestellt wird. Die Bauern müssen sich verschulden, weil der Preis des Saatgut um 8000% gestiegen ist und es keine Alternative gibt, außer den geringen Möglichkeiten, die wir mit Afdanya erschaffen haben, indem wir offen bestäubtes Saatgut erhalten. 270.000 indische Bauern haben Selbstmord begangen, seit Monsanto auf dem indischen Saatgutmarkt aufgetaucht ist. Das ist mehr als eine 250.000. Das ist Völkermord. Jeder Bauer, der Selbstmord begeht, hinterlässt eine Witwe. Für mich ist das beste Beispiel von Gewalt gegen Frauen durch wirtschaftliche Mittel. Ich hoffe, dass das oberste Gericht für das Allgemeinwohl entscheiden wird. Wenn es das versäumt, müssen wir, da wir ja davon betroffen sind, ein globales Saatgut-Satyagraha ins Leben rufen. Ein Satyagraha ist ein Kampf um die Wahrheit. Als die Briten versucht haben, Salz zu monopolisieren, ging Gandhi zum Strand und sagte, die Natur gibt es uns umsonst, wir werden weiterhin unser Salz gewinnen. Wir müssen Monsanto und den Regierungen der Welt sagen, dass sie dieses Saatgut von der Natur bekommen haben, von unseren Vorvätern, von Gemeinden aus aller Welt. Wir haben die Pflicht, es zu schützen. Ein Gesetz, welches die Aufbewahrung, die Zucht und die Freiheit der Saat zum Verbrechen macht, sollte illegal sein. Wir müssen handeln für ein höheres Gesetz, ein Gesetz der Erde, ein Gesetz von sozialer Gerechtigkeit und am wichtigsten das Gesetz des weiblichen Wissens und die weibliche Fähigkeit für die Erhaltung des Saatguts. Solange das Saatgut in den Händen der Frauen lag, ist keine Ernte fehlgeschlagen, hat kein Bauer Selbstmord begangen. Seit das Saatgut in Monsantos Händen liegt, haben wir illegitime Gesetze, Völkermord, Umweltzerstörung, Schmetterlinge und Bienen sterben aus, ebenso wie Bodenorganismen. Dies ist keine Zukunft für die Menschheit und die Erde. For humanity or the earth. I want to thank you so much for being with us, environmental leader, feminist thinker from India. She's in Los Angeles now speaking on India.